Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Paletta. So, ich weiß jetzt, wo es weitergeht. Hier unten nämlich. So, schauen wir doch mal. Ein paar neue Persönchen. Diese Punara-Blumen sind giftig für die meisten humanoiden Kreaturen. Einst war es leicht zu erkennen, welche sie sind, beziehungsweise sie von anderen Blumen zu unterscheiden wegen ihrer roten Farbe, aber... Naja, vielleicht ist es besser, wenn erstmal keiner mehr Blumen isst. Da hast du wohl recht. Eine Punara-Blumenknospe. Okay. Ah, okay. Na gut. Wartet, habe ich mein Licht an oder aus? Jetzt ist es an, ne? Okay. So. Oh, wow. Woher kommt denn das Pink? Es ist seltsam, dass es wieder so ist. Aber besser als alles Grau. Oh, da ist ja... Baum bewegen. Ah, wir sind jetzt stark. Ach, wahrscheinlich hätten wir vorher auch schon hier lang gehen können. Ich habe das nur nicht gesehen. Okay, und da hatten wir natürlich noch nicht die Möglichkeit, den Baum zur Seite wegzubewegen. Oh, das war so seltsam. Da war ein Blitz und plötzlich waren die Blumen, die Farben wieder da. Oder pink zumindest. Vielen Dank jedenfalls, dass du diesen Baum bewegt hast. Ich habe auf Rosa gewartet. Aber du weißt ja, wie das manchmal ist. Ja, warten bringt nichts. Man muss schon selber Initiative ergreifen. Oh, hier ist aber wieder grau. Das ist ja traurig. Und ihr so? Okay. Dann gehe ich mal hier rüber. Ach, da sind ja wieder diese Ratten. Es ist also wahr. Jemand sammelt die Scherben. Und nun kommt er zu uns. Tja, mein Kind, du hast Glück. Wir Shapeshifter, also Formwandler, sind sehr großzügige Leute. Wir geben dir unsere Scherbe des Glücks und all die guten Dinge, wenn du sie finden kannst. Du musst herausfinden, wer sie bei sich trägt. Wir geben dir zwei Chancen. Lass uns nicht im Stich, du Sternenkind. Okay, ich werde mir Mühe geben. Hoffentlich kann ich es herausfinden. Uch, du siehst ja gruselig aus. Suchst du nach der Scherbe? Nun, sie ist nicht hier. Der mit der Scherbe hat große Ohren. Die anderen haben mich gezwungen, das zu sagen. Sorry, das war peinlich. Nein? Ach, Herr Jemine, oh je. Okay. Die Scherbe? Sie ist nicht hier, aber derjenige, der sie hat, hat vier Gliedmaßen. Naja, jedenfalls normalerweise. Weil wir ja Formwandler sind und so. Ah, das war nicht hilfreich. Okay. Willst du einen Hinweis? Tja, derjenige mit der Scherbe ist nicht leicht zu fangen. Okay, normalerweise vier Gliedmaßen, große Ohren, nicht leicht zu fangen. Nachdem der König gestorben ist, haben wir nicht mehr viele Essenslieferungen aus Green und Blue Town erhalten. Wir haben jetzt nur noch Käse übrig und, tja, wenn man eine Maus isst, schmeckt der Käse halt besser. Und in dieser Form müssen wir auch nicht so viel essen. Tja, ein Formwandler zu sein hat letztlich mehr Pros als Cons. Aber ich frage mich, wie lange wir noch durchhalten ohne das Fressen, ohne die Nahrungsmittel aus einer anderen Stadt. Ich vermisse Eiscreme. Das ist sehr schwierig. Ich hoffe, wir kriegen noch klarere Hinweise. Versuchst du mich zu schlagen? Kann ich vielleicht von hinten? Komisch. Da kann ich auch gar nicht auswählen, ob er das vielleicht ist. Du musst dir mehr Mühe geben, wenn du mit der Scherbe abhauen willst. Derjenige mit der Scherbe ist klein. Kleiner als du und ich. Aha, okay. Ah, da ist wahrscheinlich der Ausgang der Stadt. Wer bist du denn? Warum bist du hierher gekommen, Paletta? Ist es dir wirklich so wichtig, die Scherben einzusammeln? Was willst du überhaupt mit ihnen tun? Diese Welt ist in diesem Zustand wegen einer Person, ja, aber... Verdienen es die Menschen, näher aneinander zu rücken? Geht es uns so nicht besser? Ich bin mir nicht sicher. Ups, lass mich dich nicht ablenken. Du bist ja ziemlich verdächtig, würde ich fast sagen. Große Ohren, kleiner, schwer zu fangen. Könnte vielleicht passen. Magie? Das habe ich nicht. Ich wünschte, ich hätte welche. Nicht viele Menschen in dieser Welt können Magie sprechen. Warum es wohl so selten ist? Oh, derjenige mit der Scherbe? Tja, das bin nicht ich. Er befindet sich nicht auf dieser Seite der Stadt, das ist klar. Versuch es mit der östlichen Seite.
Okay, das würde nochmal dafür sprechen, dass es der da drüben ist. Ich bin der Rattenmann. Okay, Rattenmann. Ich guck mal, hatten wir hier noch jemanden? Hier ist noch eine Person. Ich habe noch nie den König oder die Prinzessin getroffen. Ich habe gehört, dass sie sehr liebenswert wären. Dass man so viel Macht hat und trotzdem nett ist zu allen Leuten. Selbst Menschen, die man gar nicht kennt. Ich finde, das ist wirklich wichtig. Nette Menschen sind wirklich inspirierend. Okay, ich versuch's mal mit der Ratte, die da drüben war. Moment, nee, das ist eine Katze. So. Okay, Moment. Ich speichere lieber einmal. Ah, nee. So. Okay. Wirklich? Ja. Nein, falsch. Das hättest du nicht tun sollen. Nein, okay, das ist er nicht. Okay, wir haben nur zwei Chancen. Wer hat denn noch große Ohren? Du musst nicht fortrennen. Es ist gruselig dort draußen für ein Kind wie dich. Noch jemand mit großen Ohren. Vielleicht ist es ja doch diese Katze hier. Aber ich kann hier nichts machen, leider. Ich kann nur das Licht ausmachen. Ah! Machst du dir nicht Sorgen um dich? Ein kleines Kind wie du, so ganz allein. Bleib bei uns. Es ist sicherer hier. Ich meine es ernst, weißt du? Es ist wirklich sicher für dich hier. Haha, Paletta, du hast mich gefunden. Hier, mein Name ist Auri. Ich bewahre die Scherbe der coolen Tricks und diesem Zeug auf. Naja, oder ich war der Bewahrer. Ich bin ehrlich gesagt froh, es loszulassen. Ich werde alle vermissen, aber ich habe das Gefühl, das ist die richtige Sache. Oder das ist das Richtige, was ich tun sollte, weißt du? Danke, dass du mit uns gespielt hast. Die gelbe Scherbe erhalten. Schlaf. Man kann jetzt dafür sorgen, dass Sterbliche in Schlaf verfallen. Okay, wie cool. Ich probiere es gleich mal aus. Hat das jetzt geklappt? Er schläft. Aufwecken? Aha, cool. Okay, vielleicht muss ich die jetzt... Ach nee, die haben mir den Weg freigeräumt. Sie schlafen. Oh, schon wieder? Ich wünschte, ich wäre wie die Leute in Red Town, die nicht schlafen müssen. Vielleicht wäre es dann einfacher, sich diesem Zauberspruch zu widersetzen. Sie tun so, als würden sie weiter schlafen, okay? Erst Auri, jetzt du. Bitte hör auf. Die Armen, scheinbar werden sie immer wieder in Schlaf versetzt. Ach so, genau, das hatten wir ja schon. Nee, Moment. Das ist was anderes. Darf ich nochmal lesen? Wo wir gerade von Magie sprechen. Es gibt Gerüchte, dass die Einwohner von Blue und Greentown einst die Kindheitsspielzeuge der Prinzessin hergestellt haben. Sie liebte sie so sehr, dass der König sie mit Magie belegte, damit sie zusammen mit ihr leben und lachen konnten. Aber irgendwann mochte sie sie wohl nicht mehr oder sie ist halt, oder sie sind, ja. Jedenfalls verließen sie den Palast und haben ihr eigenes Dorf gegründet. Jetzt verstehe ich das. Aber nun, da der König fort ist, wie viel länger wird der Zauberspruch noch anhalten? Okay, er hat ihnen Leben eingehaucht, den Spielzeugen. Krass. Aber klar, wenn der König jetzt nicht mehr da ist, wer hält das dann noch am Leben, diese Spielzeuge? Ich habe immer gerne geschlafen, aber dann war Auri da. Dann war es nicht mehr so lustig. Oh, war das alles ein Traum? Käse. Oh, bin ich schon wieder eingeschlafen? Auri. Denk daran, Kind. Wenn du diesen Zauberspruch bei jemandem anwendest, kannst du keinen Zauberspruch verwenden, um sie wieder aufzuwecken. So viele Tage wurden ruiniert wegen Auri. Oh. Schon wieder? Hör auf damit. Gott, wie oft hat er das denn gemacht? Oh, okay, da war nicht besonders viel. Aber die Info war ja interessant mit den Spielzeugen, denen Leben eingehaucht wurde.
So, dann gucken wir jetzt mal. Oh, zwei Wege. Achso, ich kann hier immer nur Schlaf machen jetzt. Kann ich nicht irgendwie... Ach ja, stimmt ja. Mit D komme ich ja... Gut gemacht, Paletta. Ich bin so stolz auf dich. Die nächste Stadt ist Blue and Green Town. Aber du musst dich nicht beeilen. Ruh dich doch etwas aus. Hallöchen. Freut mich, dich wiederzusehen, Paletta. Das ist ja ein ganz schön krasser Ort, hä? Hier ist Yellow Town. Es mag, wie nennt man das? Beeindrucken oder, ja, es scheint etwas gruselig, aber die Leute hier sind nicht böse. Sie genießen einfach das Leben. Und das ist ein Verhalten, dem ich zustimme, aber... Aber ist es wirklich an der Zeit für Spiele wie diese? Hm. Okay. Huch! Interact with Scroll Spells. Ah, Q und W. Okay, Moment. Q und W. Hier. Oh nein, dann habe ich das da oben auch schon nicht richtig gemacht. Das geht jetzt gar nicht. Ich will unbedingt alle Blumen immer... Nein, oh. Moment. Ich will die Blumen wiederbeleben. Hey, ist das wieder Käse? Ich will euch nichts Böses. Okay, vorhin war halt auch das Problem gewesen, dass ich diesen starken Arm ausgewählt hatte. Ah, jetzt. Nee, nee, nee. Wir sammeln nie Blumen ein. Wir lassen die immer schön hier leben. So. Was wollte ich denn eben sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Na toll. So, ihr müsst noch alle hier wiederbelebt werden. Okay, sie redet aber nur von Pink. Ich dachte, dass ihr vielleicht auch aufgefallen ist, dass noch andere Farben gekommen sind. Okay, hier ist sie jetzt glücklich und da oben hatten wir ja schon alle. Dann bin ich jetzt auch zufrieden. Dann können wir jetzt wieder durchscrollen. Obwohl, wir können auch erstmal noch das Licht lassen. Aber irgendwie kriege ich es gerade sowieso nicht hin. Ich habe eben gedrückt auf die Scroll-Tasten, um die Magien durchzuscrollen und es hat sich nichts verändert. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Game gecrashed. Aber das wird schon gehen. Aber da oben ist eine Blume, ne? Das ärgert mich ein bisschen. Ah, hier draufsteigen. Oh, Moment. A crate filled with cheese. Okay, die ist voller Käse. Kann ich die irgendwie von der Seite hier... Ah, du bist zu schwach. Moment. Was? Aber jetzt bin ich eigentlich... Aha. Okay. Moment, ich glaube, ich muss noch ein Stückchen weiter. So, jetzt? Geil. Wir haben es hinbekommen. Oh, du hast es geschafft. Ich werde Auri vermissen, aber er war wirklich... Naja, du weißt schon. Wenn dich eine Scherbe auswählt, war's das. Dein Körper hört mit allem auf. Du wirst kristallisiert. Auri wusste das. Wir wussten das. Und tief im Inneren, ich glaube, wir alle wollten, dass die Scherben wieder zueinander finden, weißt du? Deswegen haben wir uns entschlossen, dir zu helfen. Also enttäusche uns nicht, okay? Wir verlassen uns alle auf dich, Paletta. Okay, Moment. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt können wir runterspringen und hier runter. Ist ja cool. Gut, dass wir das noch gemacht haben. So, dann haben wir hier jetzt auch alles zum Blühen gebracht. Nee, doch. Mach ich mal so. Achso, die ist ja schon am Blühen. Okay. Ich guck mal, ob hier drüben noch was ist. Nee. Ah, hier aber noch. So, hier ist ein Grab oder sowas. Ja, ein Grab. Okay. Und hier auch. Sie sagt aber da sonst nichts weiter zu. Gut, hier wären dann auch alle. Oh. Hallo? Wir haben von dir gehört, ja. Ein Kind, gesendet vom Mond, sammelt die Scherben? Mann, du siehst aber erschöpft aus. Willst du vielleicht ein Weilchen bleiben? Oh, hallo Kind. Sammelst du die Scherben? Mir war nicht klar, dass du wirklich ein Kind bist. Oh, nee, nee, nee. Wer ist das? Ein neuer Herausforderer? Willkommen in unserer Stadt. Ja, wir sind hier nicht viele. Aber es gibt eine Menge Blumen zumindest. Das hier sind die Sivale-Blumen. Hübsch, nicht wahr? Sie werden häufig in der Nähe von Leichen und Gräbern gefunden und verteilen sich sehr schnell. Komisch, dass so niedliche Blumen solche seltsamen Orte wählen, um zu wachsen. Das stimmt wohl.
Okay. Bist du hier wegen der Scherben? Ich kann es kaum erwarten. Ein Besucher, ein Besucher! Bist du hier, um zu versuchen, Bray und Rhee zu heilen? Ja, vielleicht. Ich vermisse die Prinzessin. Prinzessin Chroma war so liebenswert, so süß. Wohin ist sie gegangen? Alle Blumen müssen blühen. Ah, super, haben wir auch schon. So, was haben wir hier noch? Ein Kind, wie die Prinzessin? Wir haben nicht mehr viele echte Kinder gesehen, seitdem sie uns verlassen hat. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Ach, da komme ich auch gar nicht rauf. Ah doch, komme ich. Ist das das Kind? Ist das das Kind? Bist du gekommen, um unsere Scherben zu nehmen? Das ist Rhee. Das ist Bree. Wir sind krank. Heile uns und wir geben dir die Scherben. Okay, ich gucke mal, wie ich euch heilen kann. Hier unten ist ja noch jemand. Wo gehst du hin? Es ist nicht sicher außerhalb der Stadt. Bleib ein Weilchen. Du solltest noch nicht gehen. Du musst doch eine Aufgabe erledigen, nicht wahr? Dann versuche ich mal kurz. So, jetzt schlafen wir alle. Sie schlafen. Aufwecken? Ich könnte jetzt an ihnen vorbeilaufen, ne? Ich guck mal, ob das was bringt bei den beiden jetzt. Sie scheinen zu schlafen. Ich kann einfach so ihre Scherben nehmen? Das finde ich jetzt krass. Das ist ja ziemlich böse. Und ich würde ihnen auch sehr gerne eigentlich helfen. Aber wie? Ich versuche erstmal. Okay, wartet, ich speichere mal. Nee, halt. Hm. So. Okay. Ich gehe jetzt mal erstmal unten an denen vorbei. Vielleicht finden wir da ja was zum Heilen. Ach, ich komme nicht vorbei. Verflixt. Aber ich kann doch nicht einfach die Scherben nehmen. Oder? Oder soll ich das tun? Das ist ziemlich grausam. Das ist ja Diebstahl. Du solltest jetzt nicht gehen. Was war das? Um sie zu heilen, ja, da brauchst du wohl Hilfe. Es ist schwierig, alles alleine zu tun. Ich hoffe, du findest diese Hand. Habe ich gerade... Sorry, ich muss eingeschlafen sein. Wie man Bree und Rhee heilen kann? Du brauchst 5 unterschiedliche Blumen. Aber du musst sie frisch halten. Sie schlafen. Guten Morgen? Eine Heilung? Du brauchst so viele Dinge. Oh, du solltest besser direkt anfangen. Du brauchst eine Suppe, die 30 Monde lang gekocht wurde, um eine Scherbe zu entfernen? Hehe. Okay. Habe ich gerade... Eine Heilung, eine Heilung. Du brauchst eine Handvoll Gold. Jeder sagt was anderes. Du brauchst ein bisschen Blut von einem Formwandler. Aber davon haben wir hier keine. Ich frage mich, wo du so etwas herbekommen kannst. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Paletta, Schätzchen, hörst du mir mal kurz zu? Ich fürchte, dass die Krankheit dieser Kinder nichts ist, was du heilen könntest. Du musst wohl einen anderen Weg finden, um diese Scherben zu erhalten. Okay, ich verstehe. Prinzessin, wo bist du hin? Prinzessin, Prinzessin. Wo bin ich? Prinzessin Chroma, ich vermisse dich. Okay, ich probiere nochmal, ob wir jetzt hier hochkommen. Nee. Okay, also dann nehme ich ihnen die Scherben weg jetzt. Sogar der Mond hat das ja gesagt. Okay, die blaue und die grüne Scherbe erhalten. Unsichtbarkeit. Man wird unsichtbar für die Augen der Sterblichen. Du solltest gehen, Paletta. Schnell. Aber... Was habe ich getan? Nein! Oh Gott! Ich war böse. War das wirklich die richtige Entscheidung? Na, das war ja mal eine Sache. Das war seltsam. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass die Farben verschwunden sind und eine Scherbe flog auf uns zu. Sorry. Wir wussten nicht, wie schlimm das war. Wirklich, ich wollte nur meiner Schwester helfen, dass es ihr besser geht. Wir konnten nicht wachsen.
Wir mussten nicht essen oder schlafen. Alle um uns herum waren gestresst und traurig. So ist es besser. Danke. Dann ist ja gut. Hallo, Kind. Danke dafür. Nein, wirklich. Mein Bruder ist hier viel glücklicher als in der Stadt. Puh, dann ist ja gut. Ich bin froh, dass du jetzt in Sicherheit bist, Paletta. Die Kinder, Bree und Ree. Es scheint ihnen jetzt gut zu gehen. Ihre Stadt kam einfach mit 2 Scherben dieser Art nicht klar. Ich bin froh, dass du das getan hast, Paletta. So ist es besser. Na gut, wenn du das sagst. Puh, das war ziemlich hart. So, speichern. Gut. Und jetzt haben wir also... Ah, Unsichtbarkeit. Voll cool. Aber Moment, ich muss erstmal wieder hier ein paar Blümchen aktivieren. Klong, klong. Dann einmal hier rüber. Da haben wir noch ein Blümchen. Hier nochmal rüber. Ich hoffe, wir kriegen was dafür, dass wir alle Blumen aktiviert haben. Ich habe das mit so viel... Hast du eine Erlaubnis, die Stadt zu betreten? Wenn nicht, geh bitte. Du solltest nicht hier sein. Haha, aber ich habe was anderes. Da-da-da-da! Hallo. Wir haben schon lange keine Besucher mehr hier in der Stadt gehabt. Wer könntest du sein? Paletta, du bist hier wegen unserer Scherbe? Dann hier entlang. Okay. Sei vorsichtig, Paletta. Hä? Ich habe von dir gehört, Kind. Du hättest nicht hierher kommen sollen. Oh, das war so klar. Bleib dort. Nein! Nein! Er sprach immer von einem Kind, das die Scherben sammelt. Das musst du sein. Ich bin Barry, der Träger der roten Scherbe. Und ich möchte sie loswerden. Wer bist du? Genau. Warum sammelst du die Scherben? Was versuchst du denn zu erreichen? Paletta, ich wünschte... Was? Ich wünschte, ich könnte dich willkommen heißen in meiner Stadt. Aber diese Stadt gehört jetzt ihm. Ich glaube nicht, dass irgendetwas Gutes von diesen Scherben kommt, aber nun bist du hier. Ich will das nicht, diese Scherbe des Wutes. Es hat mir nichts als Ärger bereitet. Aber bevor ich gehe, musst du mir einen Gefallen tun. Diese Scherbe, sie ist hier heruntergefallen und hat mich ausgesucht. Ausgerechnet hat sie mich ausgewählt, um mich zu verfluchen. Seitdem bin ich hier gefangen. Es hat mir nichts als Leid gebracht. Bitte befreie mich von dieser Scherbe, von diesem Gefängnis. Du musst meinen Vater für mich töten. Er hält mich hier gefangen. Er möchte alle Scherben für sich selbst einsammeln und seine Kräfte zu seinen eigenen, ja, besten nutzen. Du siehst, dass er hier umherläuft. Lass dich nicht von ihm erwischen. Also bitte, bitte. Du bist die Einzige, die helfen kann, Paletta. Aber wie komme ich denn hier raus? Oder gibt's eine Möglichkeit? Ah, du kannst vielleicht durch dieses Gitter hindurch quetschen, dich. Ach so, dann wirst du sofort gesehen. Okay, aber ich kann mich ja unsichtbar machen. Aber ich mache mal an der Stelle erstmal noch einen kleinen Cut, meine Lieben. Und dann wagen wir uns in der nächsten Folge von Paletta hinaus aus dem Gefängnis. Ich bin gespannt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.